Hallo Leute, und ich begrüße euch zu einer weiteren Showdown Live hier mit Sun und Moon. Und ich habe hier einfach mal Lopunny gegen Famosa ausgetauscht, weil die im Endeffekt genau dasselbe machen, nur dass Famosa leider keine Ghost Types hitten kann und kein Fake Out hat und leider sehr schlechte Death-Werte, will ich mal sagen. Und wir sehen, wir haben wieder Genesect und Hooper unbound, was eigentlich, welche beide eigentlich Uber sein sollten, aber ja. Die können wir ja erstmal benutzen. Und wir sehen Primarina und Alolan Ninetales, was ich ziemlich cool. Oh Gott, Alolan Marowak auch noch. Also ziemlich cooles Team hier. Aber er hat diesen Vogel, Toucanen. Oh Gott. Und ja, ich denke mal, ich kann hier einfach mit meinem Stealth Rocker leaden. Ich wüsste auch nicht, ob der Hazard Remove oder so hat. Und das wäre auch ziemlich gut, ja. Soweit ich das weiß, kann mir Lycan Rock auch überhaupt nichts anhaben, denn es hat einfach nicht diese Courage dafür und Hidden Power Ice wird auch kein Damage machen, das kann ich euch prophezeien, also Defensive Lando hält einiges aus und Stone Age macht noch weniger, er hat wahrscheinlich auf den Crit gehofft oder sowas. Ich denke mal, ich will auf jeden Fall Timer anmachen und ich glaube, er hat keine Intention dafür zu switchen, weswegen ich einfach mal Earthquake drücken kann und ehrlich gesagt, ich glaube, mein Famosa sweep wieder. Ich muss nur dieses Alolan Marowak irgendwie etwas anschwächen, weil es tatsächlich mich wallt. Das ist ziemlich traurig. Aber so ist es halt mit Ghost Types. Die vertragen sich nicht so mit Fighting Types und ja. Ehrlich gesagt, ich habe darin ein Switch hin. Aber ich drehe einfach mal gut. Er hat Aqua Jet. Warum hat er... Ach, was? Wieso Aqua Jet? Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich bin immer noch in der Low Ladder, auch wenn ich in der letzten Live jedes Battle gewonnen habe, aber meinetwegen. Ich lege hier einfach mal Toxic Spikes und ja, Toxapex macht das, was es macht, und zwar Water Types checken, also wow, ich bin sichtlich begeistert davon, wie du das weggesteckt hast. Das war nämlich absolut... Das war absolut gar nichts. Ich gehe einfach mal in Baneful Bunker. Vielleicht drückt der Aqua Jet. Oh, er hat Hydrocan. Alles klar. Drück doch mal wieder Aqua Jet. Oh, jetzt habe ich dich erwischt, ne? Ja, hier kommt ein bisschen Skull Damage. Du bist gepoisoned. Der kann Dragon Dance, richtig? Ich glaube, ich gehe einfach mal für Heiß. Und resette mal seine Stats, weil er sich boosten möchte mit Dragon Dance. Mal schauen. Ja, Draco. Okay, jetzt war das gut für ihn. Ups. Warum hat der Draco... Okay, ich protecte erstmal mit meinem Baneful Bunker. Ja, das war ungünstig für mich, aber meine Güte. Ehrlich gesagt, ich erwarte, dass er das nochmal macht. Deswegen gehe ich auch in meinen Genesect. Und das macht überhaupt kein Damage. Ich bin gescarftes Genesect und eigentlich im Prinzip der beste Revenge-Killer aller Zeiten. Wenn man so will. Und die Sache ist, gewinne ich jetzt nicht einfach, wenn ich 5x Einheit drücke? Na, wobei, da ist noch dieses Alolan Marowak, aber ja, das ist okay. Ich habe ihn sogar geflincht. Tut mir leid für ihn, aber meine Güte. Ich hätte auch Ice Beam drücken können, aber ich dachte einfach, dass Einheit killt. Ich glaube, der war Max HP, sonst wäre er niemals so bulky gewesen. Okay, er ist normal flying. Okay, ich gehe einfach mal in Rotom. Ich weiß nicht mehr, was der kann. Brave Bird, ja. Yep. Genau, das habe ich erwartet. Und ich kann hier eigentlich wohl switchen. Ja, wohl switch ist der Play auf jeden Fall, in jedem Fall. Der einzige Switch, den er hat, ist eigentlich Ninetales und der hat Boom Burst. Ups. Achso, das ist sowas wie chattet. oh Gott. Das ist tatsächlich ziemlich traurig, dass Alolan Marowak einfach mein Famosa wallt. Und zwar absolut wallt, aber ja. Ich kann hier auch theoretisch in meinen Hooper Unbound gehen. Sehe ich gerade. Denn in Alolan Ninetales kann ich auf jeden Fall meinen Genesect reinswitchen. Es wird da niemals Equifier oder sowas drücken. Und ich denke nicht, dass er das reinholen wird. Vor allem, er weiß nicht, welches Item ich habe, von daher ist es auch ganz okay. Und wir sollten auch schneller sein.
Er ist nämlich nicht gescarft, das haben wir ja gerade gesehen. Und ich drücke hier einfach mal Dark Pulse. Damit halte ich ihn davon ab, in sein Marowak zu gehen. Wobei das eigentlich auch komplett egal wäre, weil ich genug Sex habe, um das ganze Battle hier aufrechtzuerhalten. Dass ich mit zum Beispiel Genesect oder Pheromosa eben sweepen kann. Und ja, das ist endlich gegessen. Er geht in der Ninetales, gute Entscheidung. Das ist das Einzige, was er eigentlich noch machen kann. Und ich bin mal so frech und gehe einfach in Genesect, glaube ich. Ach, wozu riskieren? Ich bin wieder hier in meinem Toxapex und ja, was ich vergessen habe zu erwähnen, das hat Regenerate. Genauso wie Amoongus. Also es checkt viele Sachen genauso wie Amoongus, aber ich finde es cool mit Toxic Spikes und diesen Baneful Bunker und ja. Mit Haze macht das eigentlich genau das gleiche wie Clear Smog, nur dass es kein Damage macht. Aber ja. Ich weiß noch nicht mehr, ob Haze durch den Sub geht, aber ich glaube schon. Von daher durch hier einfach mal ins Gold. Moonblast macht natürlich absolut gar nichts, das hat er eigentlich vorher schon gesehen. Ich mache natürlich auch nicht viel mit Scald, aber mit dem Special Attack kann ich auch nicht viel erwarten, dass ich großartig Damage mache. Ja, Blizzard hätte auch nichts gemacht, da muss ich dich leider enttäuschen. Also ich wollte das Ding anscheinend komplett. Nicht, dass er Ground-Type Attack hatte oder sowas und nein. Du hast versucht mich zu freezen, aber ich habe Scald. Von daher tauche ich wieder auf. Und tatsächlich wall ich immer noch seine anderen zwei Monsters, was ziemlich traurig ist. Will ich mal meinen, will ich das Ganze irgendwie beschleunigen? Ich würde das gerne beschleunigen, will ich ganz ehrlich sein. Von daher gehe ich hier erstmal einmal aufs Gold. Und er drückt tatsächlich Hydro Cannon, das heißt aber, dass er rechargen, ja, muss er, oder? Ja, er muss rechargen, das heißt, ich kann hier reingehen und einfach mal da kurz drücken. Yep. Wieder Poison Damage und ich bin Choice Bags, weil er Dark Pulse auf jeden Fall killen, selbst wenn es resisted ist, das würde auch so killen. Aber ja. Und sofern das nicht Scarf oder Marowak ist, wird er mich auch nicht irgendwie berühren können. Von daher drücke ich einfach Dark Pulse und das ist dann ein 6:0. Yep. Es gibt doch keinen Grund mehr für mich zu switchen, also das ist auf jeden Fall gegessen. Ich hab eben noch dieses Toxapex und er hat mich disabled. Er hat einfach Cursed Body statt Rockhead oder Lightning Rod, was irgendwie viel besser ist eigentlich. Aber meinetwegen, wenn er meint, das ist besser, wir suchen einfach noch ein Battle mit dem Team. Ich mag es irgendwie. Einfach weil ich Pheromosa unglaublich cool finde. Und das ist sowas von Gen 6, also er hat nichts Neues dabei. Tatsächlich wollte Toxapex auch sein Charizard, was auch ziemlich traurig ist. Denn es wollte eigentlich sogar beide Charizard formen, was eigentlich ziemlich cool ist. Also mit diesen Death-Werten und Haze und ah, das ist so gut. Und naja. Ja, seine Hazard Removal ist sein Latias, von daher kann ich hier einfach Stealth-Fog drücken, ich habe keine Angst. Und wenn er Stealth-Fog drückt, dann muss er sie selbst wegdefoggen mit seinem Latias, wenn er meine weghaben will. Von daher ist mir das komplett egal und ja, erst entscheidend dieses Guard-Chomp, aber ja, es macht kein Damage. Wenn er versucht mich anzugreifen, dann ja, das Guard-Chomp ist weg und ich habe das eigentlich für gar nichts mehr gebraucht. Ja, yep. Nicht, dass ich wüsste. Ehrlich gesagt, ich brauche das immer noch nicht. Aber ich kann hier einfach mal in Toxapex gehen. Ich wüsste nicht, wie er mich touchen möchte. Bei Eldorm. Tatsächlich ist das ein Problem, wenn er Knockoff hat. Ich gehe mal auf Baneful Bunker, dann wird er gepoisoned. Ja. Eventuell habe ich gerade auch mit gemisplayed, weil ich Landorus eigentlich gar nicht mehr brauche und ja. Aber das ist, glaube ich, okay. Ich kann drum rumspielen und ja. Er hat mich natürlich getoucht. Er hat eigentlich nur Attacken, mit denen er mich berühren kann. Von daher ist das ganz okay. Ich gehe einfach wieder in Toxapex. Und ehrlich gesagt, ich glaube nicht mal, dass Knockoff mich killt. Ich würde das gerne zu ausprobieren eigentlich. Will ich ganz ehrlich sein. Und er switcht einfach raus. Okay. Er wird entweder für die Psycho-Attacke gehen oder er wird Psyshock, er wird eben die folgen. Von daher gehe ich jedenfalls mal in mein Genesect.
Draco gedrückt. Okay, das heißt, Rocks bleiben. Puh, da bin ich mit einverstanden, will ich ganz ehrlich sein. Dass er so viele Prios hat, ist ehrlich gesagt eher ungünstig für mich, weil Famosa leider absolut nichts aushält. Aber ich muss jetzt einfach mal in Famosa gehen und... Oder? Ich glaube, Famosa ist tatsächlich der bessere Play, auch wenn er Prios hat. Beziehungsweise versucht mich einzuschläfern oder... Was auch sonst. Ehrlich gesagt, so traurig das ist, aber ich glaube, Sucker Punch sollte mich killen. High Jump Kick sollte killen. Ich bin live op. Und er ist sogar Sadex, und er killt das ganze hier, also. Muss ich mir auch keine Sorgen machen oder so. Ja, yep, ich hab Lunch. Bam. Und das sieht mir wieder nach einem Ferrosa Sweep aus. Also, wenn dieses Ding nicht gebannt wird. Ich meine, er hat diese Prios noch, aber trotzdem, nein. Das hätte er einfach nicht gewinnen können. Und ich glaube, ich benutze einfach mal dieses andere Famosa-Team noch. Also hier steht Omega Lopan hier, aber ja. Ah, das kann man ja nicht benutzen, weil es noch nicht released wurde anscheinend. Beziehungsweise der Megastein vielleicht gar nicht erst existent ist. Und naja, wir haben hier Landos Eye, was ziemlich cool ist. Und Tapu Bulu. Das wollte ich auf jeden Fall auch noch benutzen. Wie das Garf Genesect, das ist einfach so gut. Also Genesect ist auch super, super stark. Und ich gesagt, ich will mit Genesect leaden. Ich will hier nichts falsch machen. Okay, ist noch Water Dark. Sofern er nicht Water Shuriken macht, sollte ich immer noch schneller sein. Erstmal einen Timer machen. Ich glaube nicht, dass er selbst gescarft ist. Das wäre irgendwie schwachsinnig. Und Water Shuriken. Ja, okay. Und ja. Hat halt sein Typing nicht geändert und... Wow! Was war das denn? Also das war nicht so gut. Will ich ganz ehrlich sein. Oh, das Team sieht cool aus. Er hat zwei Ultra Beasts, dieses Buzzwall hat ja auch so einen richtig hohen Attack-Wert, ist aber etwas langsamer und hat, glaube ich, ziemlich guten Bulk. Ja, wo soll die Stats sonst hin sein? Das ist ziemlich bulky, sein Team, will ich ganz ehrlich sein. Ich gehe einfach mal Genesect. Ich liege einfach mal damit. Und... Ich U-Turne raus in mein Toxapex. Yep, Haze. Ich muss hazen. Yep, und das waren deine Boosts. Tut mir leid. Ich drücke hier einfach mal Scald. Eventuell burn ich ihn auch und ehrlich gesagt, er will auch nichts irgendwas. Ja, er will gar nicht in Scald rein switchen. Das ist Physical, das ist Physical, das ist Physical, das ist Physical, das ist eigentlich auch Physical. Und Greninja wird wahrscheinlich Mix sein. Aber das wird man nicht reinswitchen wollen. Einfach weil es eh schon unglaublich fragil ist. Ehrlich gesagt, ich will irgendwie auch Toxic Spikes legen. Wenn ich jetzt Dragon Dance drückt, kann ich immer noch hazen. Ja. Ja, ja. Eigentlich sollte er switchen. In was sollt ihr switchen? Anscheinend wollt mein Famosa. Dieses Ding wollt ihn einfach komplett, das ist so lächerlich. Also damit kann man unglaublich stallen, das ist der Hammer. Ihr seht 443 Death, 322 Speed Death, also und die Tatsache, dass es noch Regenerator hat, macht das einfach unglaublich gut. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es OU wird. Also es ist im Moment auch schon overused, wenn man es so sehen möchte. Also jedes zweite Team hat es quasi. So wie E-Slash, also das ist sehr, sehr stark. Oder dieses Ding da auch, das sieht man eigentlich. Also eins von diesen Mons sieht man eigentlich immer. Genesect, Famosa, Toxapex. Habe ich Genesect gerade genannt? Ja, Genesect ist auf jeden Fall mit dabei. Einfach weil. Also ist meiner Meinung nach einfach der beste Scarfer. Denn. Es Revenge killt sehr sicher, beziehungsweise es hat auch Step U-Turn. Und je nachdem, ob man jetzt etwas Revenge killt hat und man nicht U-Turn gedrückt hat, kann man immer noch in irgendetwas rausswitchen, weil man eigentlich Teams so baut, dass man entsprechend eine Antwort hat für das, was in Genesect reinkommen möchte. Und nicht vieles möchte in Genesect reinkommen. Also
Gut. Wieder zum Kampfgeschehen. Ich weiß nicht, was er so lange überlegt. Also, ehrlich gesagt, kann es eigentlich gleich aufgeben. Ich will da ganz ehrlich sein. Dieses Ding wollte ihn einfach gleich. Eigentlich sollte er den Tapu Bulu wechseln. Weil es mich noch theoretisch Lead schieben könnte. Es wäre die einzige Möglichkeit, das irgendwie noch ein bisschen anzuwicken. Denn so wie ich das sehe, hat er auch kein Psychic Step oder Electric Step. Und mit diesen Death-Werten werde ich auf jeden Fall jede Step-Attacke leben. Und ja, das war's dann wohl. Suchen wir einfach noch ein Battle damit. Das ist so gut. Ich würde gerne mal zeigen, was Lenrus Aizo machen kann. Und okay, er hat Zygarde, Greninja, Formosa, Tapu Koko und Mimikyu. Wir hatten ja vorhin schon Mimikyu, aber der hat halt forfeited. Und Mega Metagross ist eines der Megas, die man tatsächlich benutzen kann. Finde ich auch interessant. Ich bin mir da... Das liegt wahrscheinlich daran, dass man Metagross im regulären Spielverlauf auch fangen kann in Salmon. Also da habe ich mich informiert. Also in Moon gibt's Metagross und in Sun gibt's zum Beispiel Garchomp. Ich muss wieder mit Genesect leaden, einfach weil ich da U-Turn kann. Einfach weil ich so etwas erwartet. Die leaden alle mit Greninja und ich will da echt keine halben Sachen machen. Ich kann auch theoretisch mit Pheromosa leaden, einfach weil es auch schneller ist, aber die Sache ist, wenn er eben mit Greninja geleadet hätte, hätte er auch Water Shuriken drücken können und das hätte mich einfach gekillt wahrscheinlich. Also davon gehe ich aus. Das macht höllischen Damage. Dadurch, dass die Megas jetzt von Anfang an schneller sind, muss ich ehrlich gesagt, glaube ich, auch gleich hier reingehen. Und ich bin nicht sicher, ob das killt. Ich habe Life Orb. Ich habe unglaublich hohen Base. Ich gehe mal davon aus. Wir haben gerade U-Turn gesehen. Das war eine Scarf U-Turn. Weil es war immer noch plus 1, aber ja. Genau deswegen wollte ich nicht High Jump Hit kriegen. Genau wegen dem Ding da. Und wir haben quasi seinen Instant Sub gebrochen. Also das ist quasi ein Substitute, aber man kann es immer noch statusen. Von daher, ich gehe einfach in meinen Toxapex. Ich habe die oft mit Sotsens gesehen, aber dann kann ich ihn einfach hazen. Und ich drücke hier einfach mal Toxic Spikes, weil die mir eigentlich im regulären Kampfverlauf eigentlich noch weiterhelfen. Auf jeden Fall. Das Einzige, was nicht betroffen ist, wird eben sein Metagross sein. Und ehrlich gesagt, ich gehe einfach mal erstmal für Baneful Bunker. Ich will, dass es gepoisoned ist. Okay, er ist nicht drauf reingefallen. Schade. Er hat gefailed. Ich habe darin eigentlich keinen Switch-In, beziehungsweise das ist mein Switch-In. Und ja, ich drücke hier nochmal Baneful Bunker, einfach zum Stallen. Er hat Extra Sensory, gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich glaube, ich bin mal mutig und gehe in meinen Genesect. Extra Sensory, ja, das macht keinen Damage, absolut nicht. Er hat Leftovers, wie sollte er überhaupt Leftovers? Oh, okay. Ich kann hier wieder U-Turn drücken. Wir sehen, es hat absolut gar nichts gemacht, von der wird Water Shuriken auch überhaupt nichts machen. Wieso auch immer er nicht Life Orb hatte, das war so verschwenderisch. Also manchmal eignet sich Life Orb viel besser, zum Beispiel bei so einem Sweeper wie Greninja oder Pheromosa. Da will ich ganz ehrlich sein, also Lefty sind nicht immer die Antwort. Oder Landris zum Beispiel. Wie gesagt, ich muss wieder in Pheromosa gehen, einfach weil er sein Metagross noch hat. Das ist die Sache. Metagross ist schneller als Landorus. Ich würde so gern mal zeigen, was Landorus eigentlich kann. Das normale Landorus, denn es ist halt gebannt. Und ehrlich gesagt, ich würde gern zeigen, wieso es gebannt ist. Also, bis jetzt hat leider Tapu Koko auch noch, ich meine Tapu Bulu. Gott, ich verwechsel immer. Tapu Bulu hat leider noch nichts gemacht, aber wir sind ein lustiges Sub-Seed-Set. Also, wir können uns gegen so viele Sachen subben und einfach Lead-Sheet drücken. Das ist unglaublich. Und dadurch, dass wir halt in Grassy Terrain einfach so viel recovern, also im Grassy Terrain recovern alle Mons, die auf dem Boden sind, glaube ich ein 16. ihrer HP. Und mit Lead Sheet und mit Leftovers ist das also enorm. Also das kriegt man wahrscheinlich gar nicht mehr weg, es sei denn, man hat halt sehr effektive Attacken. Aber zum Beispiel Eggslash wird davon
komplett gekontert. Also es kann uns ja gar nichts machen. Also ich meine, Shadow Ball macht schon etwas Damage, aber mit der ganzen Recovery, die wir durch Leech Seed, das Terrain und eben theoretisch auch Hornleech bekommen und Leftovers, recovering einfach so viel, dass Aegislash einfach nichts machen kann. Also beziehungsweise wir können auch erst Leech Seeden und jetzt sagen wir mal in Faramosa gehen. Jetzt sage ich Faramosa schon. Natürlich nicht in Faramosa, das hat keine Death, ich meine Toxapex. So, ich habe den Timer schon längst angemacht. Ich verstehe nicht, was die alle überlegen. Also, viel gibt's da eigentlich nicht zu tun. Ich meine, wenn er in etwas geht, das nicht Metagross ist, wird er eben gepoisoned. Er könnte in sein eigenes Vermoser gehen und darauf halt U-Turn. Aber wie gesagt, falls er nicht U-Turnt, habe ich immer noch meinen Toxapex und das wollte es auch. Also Toxapex ist schon eine harte Sache. Ich meine, ja, Tapu Koko zum Beispiel wollen wir nicht, weil wir Water-Type sind. Aber sowas wie Metagross wollen wir eventuell, wenn es kein Zen-Headbutt hat. Eventuell würde man Zen-Head benutzen, wenn man eben so viele von den Dingern sieht und er hat aufgegeben. Quasi, also der Timer ist aufgelaufen, aber er hat quasi damit aufgegeben. Gut, einmal das nächste Battle und er hat diesen Fisch. Wie heißt der Fisch nochmal? Bruxish. Okay. Ja, das Silvery, also nur neue Monster. Ganz interessant. Ehrlich gesagt, ich muss wieder mit Genesect dienen, einfach weil er Firmosa hat. Ich würde so gerne mit Hydro dienen, aber ja, genau das. Das ist das Problem. Ich mache keine halben Sachen, ich drücke einfach Einheit. Er hat den... Oh, er hat den Sash. Quiver Dance. Er ist speziell. Okay, ich muss in meinen Toxapex gehen. Focus Blast. Oh Gott, das macht... Also es macht tatsächlich ziemlich viel. Ich drücke einfach das Gold. Backpass macht nicht so viel. Wie gesagt, Focus Blast jetzt mehr gemacht. Warum hat Focus Blast mehr gemacht? Das interessiert mich nicht. Das ist beides Step, aber... Ach stimmt, das ist beides Step. Ich habe nicht dran gedacht, dass Focus Blast gerade eigentlich Step war, aber... Ja. Hier kommt sein Lycanroc. Die Tagform ist auch schneller als Landorus leider. Ich glaube, ich sollte eigentlich drin bleiben. Ja. Falls ich ihn burn, ist das auch ziemlich gut. Jein. Leider nicht. Stoneage macht er jetzt. Jedenfalls Stoneage. Aber ich habe keinen Switch in. Na, das ist ärgerlich. Ist die andere Sache, brauche ich das noch? Nicht wirklich. Axel Rock, warum? Stoneage hätte mich gekillt, aber okay. Ich bin tatsächlich immer noch low. Aber dagegen kann ich halt nicht wirklich etwas machen. Er hat einen Fisch. Der ist Psychic-Type. Ist die Sache, gehe ich jetzt einfach in Genesect? Ich will in Genesect. Ich will so sehr in Genesect gehen. Oh, Sword Stance. Hast du Aqua Jet? Aber ich glaube, der sollte nicht killen. Ich bin gar nicht mal so unbulky. Ja, aber dafür killt U-Turn, weil ich plus 1 bin. Oh, wow. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich kann jetzt auch in Landorus gehen. Ich wüsste nicht, was er machen sollte. Silvery Ice. Okay. Ich sollte ihn, glaube ich, nicht mit Earthpower killen, aber... Ich würde gerne sehen, wie viel Damage das macht. Ah, unglaublich viel. Und, oh, er hat einfach Swords Dance gedrückt. Okay, gut. Ich flex mal ein bisschen und ja, das ist ein GG gewesen. Also das war auf jeden Fall wieder eine schöne Showdown Live. Ich habe gezeigt, was Faramosa kann. Ich habe gezeigt, was Genesect kann. Ich habe gezeigt, was Toxapex kann. Leider nicht so viel, was Tapu Bulu kann, aber eventuell bietet sich da irgendwann wieder die Gelegenheit. Und naja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch mal eine positive Wertung da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, hier das Outro.